Deutschland hat viele Biogasanlagen, aber diese hier ist eine besondere. Sie ist Teil eines großen Ganzen, Teil eines virtuellen Kraftwerkes im Landkreis Ebersberg. Das Besondere ist, dass es verschiedene Kraftwerke an verschiedenen Orten sind, die Strom bedarfsgerecht liefern können. Die sind regelbar und die sind grundlastfähig. Das heißt, die können Strom in der Menge, wie er gebraucht wird, liefern. Die knapp 200 Kühe im oberbayerischen Klein-Esterndorf liefern nicht nur Milch, sie produzieren auch große Mengen Gülle. Und die ist wesentlicher Bestandteil des Substrates, das hier in Gas und später in Strom gewandelt wird. Anders als bei der Erzeugung von Wind- oder Sonnenstrom kann bei einer Biogasanlage der Energieträger zwischengespeichert werden. Wir haben die Möglichkeit, Gas zu speichern und dann wieder zu verbrauchen, wenn Strom gebraucht wird. Und die Möglichkeit müssen wir ausnutzen. Wie in jeder anderen Biogasanlage auch, wird das Gas vor Ort in einem Blockheizkraftwerk zur Strom- und Wärmeerzeugung genutzt. Zum virtuellen Kraftwerk wird die Anlage aus Klein-Esterndorf erst mit Hilfe dieses Schaltkastens. Er übermittelt per Funk Daten wie die Drehzahl der Generatoren, die erzeugte Strommenge und die Menge des noch vorhandenen Gases an eine Zentrale. Hier laufen die Werte aus den anderen Biogasanlagen auf und werden gesammelt an einen sogenannten Direktvermarkter übermittelt. Das ist ein Stromhändler, der den Strompreis an der Börse minutengenau im Blick hat. Und je nach Bedarf und Preis die Leistung der Biogasgeneratoren zentral hoch oder runter regelt. Für den Landkreis ist der Stromverkauf an der Börse aber nur eine Zwischenlösung. Geplant ist, selber zum Stromhändler zu werden. Wir wollen in Zukunft den Strom im Landkreis vermarkten, das heißt nicht über die Strombörse. Und dann werden wir die Kraftwerke so einstellen, dass der Bedarf im Landkreis gedeckt wird. Der Landkreis Ebersberg hat ein ambitioniertes Ziel. Bis zum Jahr 2030 will der südöstlich von München gelegene Landkreis frei von fossilen und anderen endlichen Energieträgern sein. Daher haben sich 19 Kommunen und die Bürgerenergiegenossenschaften des Landkreises als Betreiber des virtuellen Kraftwerks zusammengeschlossen. Der Aufsichtsrat der dadurch entstandenen Dachgenossenschaft besteht mehrheitlich aus den Bürgermeistern der Kommunen. In der Satzung festgelegtes Ziel ist es, mit dem virtuellen Kraftwerk und dessen Erlösen die Energiewende in der Region zu unterstützen. Unter Beteiligung der Bürger folgen die Bürgermeister einer klaren Roadmap. Das Stromnetz soll rekommunalisiert werden und das virtuelle Kraftwerk will man weiter ausbauen. Dazu kommen eine ganze Reihe von zusätzlichen Maßnahmen zur Energieeinsparung. Das ist ein hoher Anspruch, ein dickes Brett, das wir zu bohren haben. Und unser Ziel ist es, tagtäglich die Menschen zu überzeugen, mitzumachen, einzusteigen, Strom zu sparen und wenn sie Strom benötigen und Energie, dann umweltfreundlich und regional. Strom als regional erzeugtes Produkt, das vor Ort verbraucht wird. Dieser Ansatz hat auch für den Ausbau des Stromnetzes positive Folgen. Weniger Eingriffe, weniger Hochspannungsleitungen, das Stromnetz wird durch die intelligente Verknüpfung vieler kleiner Erzeuger und Abnehmer stabilisiert. Derzeit produzieren 6 Biogasanlagen für das virtuelle Kraftwerk, aber schon jetzt wirbt der Landkreis um weitere Stromlieferanten in der Region. Theoretisch können die restlichen 20 Biogasanlagenbetreiber dazukommen, aber auch wenn wir Windkraftanlagen haben, alle Photovoltaikanlagen, alle Wasserkraftanlagen, die könnten theoretisch als Erzeugungsanlagen alle dazugekommen und gesteuert werden.